Juhu, Minecraft-Freunde, der zweite große Nitrado-Server-Belastungstest steht an. Neue Technik, neue Möglichkeiten. Nitrado hat sich wieder weiterentwickelt und möchte die neuen Servermöglichkeiten natürlich mal wieder auf Herz und Nieren testen. Und wir sind mit dabei. Heute ab 19 Uhr auf hannibal.nitrado.net/25565 stehen euch wieder alle Türen und Portale offen, nach Herzenslust zu craften, zu bauen und euch auszutauschen. Für wie lange das Ganze läuft, naja, wir werden sehen. Also ich bin nächste Woche auch mit am Start. Dieses Wochenende habe ich leider nicht so viel Zeit, um hier vorbeizuschauen, bin aber dann schon sehr gespannt, was mir am Montag hier dann alles entgegengucken wird. Jeder bekommt wie immer ein Baugrundstück, ihr kriegt einen Infotext in die Hand gedrückt, ihr kriegt Start-Items und ihr dürft gerne eure Freizeit opfern, um hier euer Bestes zu geben. Und wenn ihr Videos hier drehen wollt, seid ihr auch herzlichst dazu aufgerufen. Mehr Infos gibt's auf nitrado.de/test. Jawohl, und um euch gleich mal zu verdeutlichen, was wir hier alles Tolles bekommen haben. Also einmal haben wir schon mal ein Papier in die Hand gedrückt. Ja, das kann man lesen. Notfalls müsst ihr mal mit dem Ding irgendwo hinklicken, wenn der Text nicht gleich erscheint. Ihr kriegt ein Schwert, eine Schaufel, eine Spitzhacke, eine Axt, eine Sense und ein bisschen Wolle. Und die Items da drüben, die wir hier sehen, die habe ich hier gekauft, meinte ich natürlich. Ja, und jetzt gucken wir mal, was hier so draufsteht. Hallo Spieler, einen Bauplatz bekommst du mit dem Befehl /GS. Du musst nur noch einen Rechtsklick auf das Schild Agent machen. Rohstoffe findest du in der Minenwelt, das Portal steht am Spawn. Da ist ein Portal, da ist ein Portal, da ist auch ein Portal, da ist ein Portal, 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 Portal. Okay, gut. Hannibal und das Server-Team wünschen dir viel Spaß. Hey, ich wünsche mir selber viel Spaß, das finde ich toll. Okay, /GS. Blub. Oh, ein leeres Baugrundstück, nur für mich? Ganz alleine meins? Okay, und dann hau ich da jetzt einfach mal drauf. Rechtsklick meine ich natürlich. Klick. Meins, du hast erfolgreich die Region 73321 von Nameless gekauft. Für 0 Euro. Das ist aber billig hier. Und jetzt nicht vergessen, Kinder, nicht vergessen, nicht vergessen. Damit ihr hier wieder hinfindet. Chat öffnen, /set home. Bitte, 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 bitte macht das unbedingt, weil sonst findet ihr nie wieder hierher zurück. Also nochmal. Slash, ja, ganz einfach, set home. Und dann benutzt ihr den Befehl nie wieder, nur für dieses Grundstück. Vergesst einfach danach wieder Set Home zu benutzen, weil wenn ihr jetzt durch die Gegend läuft, so, ha, die Welt, die ist so schön. Wo bin ich? Wo ist mein Grundstück? Ich habe mich verlaufen. Verdammt, nein. Ja, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, mit Slash und Home, das ist nämlich unser anderer Befehl, zu eurem Ausgangspunkt, wo ihr Set Home gesetzt habt, wieder zurückzukommen. Toll, oder? Aber bitte nicht aus Versehen Slash Set Home einsetzen, das wäre ungünstig. Also, Slash Home, einfach so. Und wenn ihr jetzt von eurem grünen Punkt wieder weg wollt, dann könnt ihr wieder Spawn, meinte ich, eingeben und seid wieder hier. Ja. Hat doch super funktioniert. Und was gibt es da? Da gibt es einen Shop. Oh mein Gott, ich kann Sachen kaufen. Ich kann einfach Sachen kaufen. Also mehr Informationen übrigens noch zu den ganzen Chatbefehlen findet ihr auf der Informationsseite. Aber die habe ich jetzt oft genug erwähnt. Ich will jetzt einfach einkaufen gehen. So, der Shop, der funktioniert ziemlich einfach. Ihr habt auch schon ein bisschen Startgeld. Das ist so virtuelles Geld. Das haben wir einfach mal so eingerichtet. Weil sonst ja immer wieder Beschwerden kamen mit, ich kriege keine Wolle, ich kriege das Item nicht. Wo soll ich das herkriegen? ja, sodass ihr da ohne Probleme jetzt Sachen kaufen können. Ein bisschen Startgeld habt ihr auch. Einfach Rechtsklick machen zum Kaufen und draufschlagen zum Verkaufen. Das steht auch nochmal alles hier drauf, wie viel jeweils was kostet. Ich denke, das ist eine prima Lösung, damit wir hier nicht zu Materialknappheiten kommen. Dazu braucht man natürlich auch erstmal Material, ja. Ich würde deswegen vorschlagen, erstmal in die Abbauwelten zu gehen, wie uns hier unten schon schön nahegelegt wird. In den Abbauwelten können wir uns natürlich erstmal Materialien zum Eintauschen geben. Ihr könnt natürlich auch mit anderen Spielern tauschen. Und ich hole mir jetzt mal ein bisschen Startkapital, würde ich sagen. Ein bisschen Erde, das ist ein gutes Startkapital. So legt man heutzutage seine Wertanlagen an. Und später seht ihr mich natürlich auch im Hannibals Showroom. Nur bevor ich da rein kann zum Bauen, brauche ich erstmal selber Sachen. Also sollte ich vielleicht craften gehen, ja? Das ist eine gute Idee. Also, wir sehen uns dann. Tschüss!